Hallo. Hallo, das Boot hat sich selbst ein bisschen gedreht, nachdem wir hier ein bisschen Wellengang hatten, der jetzt zum Glück wieder etwas abflacht. Phil, aber, ja. Entschuldigung. Ich möchte dir hier noch vor Zuschauern sagen, dass ich mich gestern sehr gefreut habe, dass du unser Boot ausgebaut hast. Und das freut mich aber. Das sollte nicht klingen, dass ich das nicht bewundernswert finde, was du hier für Arbeit geleistet hast, aber ich wollte dir das nochmal sagen. Das ist echt wirklich gut. Und ich freue mich wirklich. Okay, dann gehe ich einfach schon mal los. Aber irgendwas ist hier ein bisschen buggy. Du flippst hier so ein bisschen rum. Oh, weißt du, was mir eingefallen ist? Nein. Wo ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht habe? Hier ist eine Kakerlake. Hier sind viele Kakerlaken. Ja. Ich hab mir keine Gedanken drüber gemacht. Dass es dunkel sein könnte? Dass es erstens dunkel sein könnte, Tür von der anderen Seite verschlossen und dass hier vielleicht wieder so komische Viecher rumlaufen. Nein, nein. Ich hab eine Machete, lass mich fordern. Ach so, die Tür, die auf der anderen Seite lag, die war jetzt zu, ne? Die war zu, genau. Da stand von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir müssen erstmal nach unten. Alles klar. Es ist dunkel. Deine Helmlampe hast du nicht dabei? Ich weiß nicht, wo die ist. Ey, da ist doch eine Ratte. Ja, wo bist du? Ach, du warst hinter mir. Neben dir. Ratatatatat. Okay, was? Phil, ich geh da ran an den Speck. Ja. Okay. Lamp. Das hat gut geklappt schon mal. Achso, okay, da geht's nicht weiter. Nee, weil hier geht's nämlich zur Cafeteria. Okay, ja. Dann können wir erstmal ein bisschen Sahnetorte essen. Dann kümmern wir uns um Futter. Untergrundcafeteria. Ja gut, also wenn das weiter so dunkel bleibt, dann sollten wir durchaus überlegen. Ratte? Achtung. Dann sollten wir durchaus überlegen. Ratte? Wir sollten durchaus überlegen, mal solche Lampen wieder an unsere Köpfe anzubringen. Das stimmt, ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es hier in dem unteren Bereich irgendwann mal heller wird. Mal gucken, welche Hebel wir hier finden. Es gibt auch keine Lampen oder so, ne? Es ist halt wirklich... Ah, doch. Ein bisschen guck mal, Generator und Storage Area. Hier in der Mitte, haben das sieht hier? Schon so ein bisschen aus, als wären hier so Lampenpaneele eingebaut. Stimmt, ja. Wollen wir dann... Komm, wir gehen erstmal zum Generator, würde ich einfach mal vorschlagen. Ich finde deine Idee mit den Lampen, die finde ich ganz gut. Vielleicht können wir ja da irgendwas erreichen. Nochmal Generator. Crane controlled. Oh, nice, guck mal. Planken. Ich würde einfach gerne hier einziehen dürfen, wow. War das? Was ist das hier? Upsi. Teil eines Generators aufnehmen. Ach, Junge. Jawohl. Also seit vielen Folgen, seit Beginn des Spiels, kriegt uns das Spiel immer wieder damit, mit irgendwelchen Teilen zu sammeln, die wir dann irgendwo nicht mehr finden, damit wir sie dann an einer anderen Stelle zusammenbauen können. Aber das reicht schon, guck mal. Mach mal an. Nein, das reicht nicht. Aber das hier ist eins von vier. Ach lol, ich dachte hier, wo dieser Pfeil ist, schade. Nee. Ich dachte, das wäre das Einzige, was fehlt. Ach Junge. Als ob. Ach, oh, guck mal, wir können Kran spielen dann. Das wird cool. Nice. Warum können wir hier nicht... Ach, oh lol, da ist eine Scheibe. Ja, da ist eine Scheibe vor. Das müsste man auch erstmal anmachen. Das wird dann so ein Glücksspiel, wie auf dem Jahrmarkt, wenn man so einen Teddybär angeln möchte. Gut, dann sind wir hier tatsächlich schon wieder erstaunlich durch. Ja. Das zu. Ach, guck mal. Oh, es ist so nah und doch so weit weg. Warte mal. Vielleicht... Warum sollte das auch netter funktionieren? Versuch. Warum sollte das klappen? So, Cafeteria habe ich hier gefunden. Oh, hallo. Hallo. Das Essen wehrt sich. Boah, der ist sogar weiß. Der ist richtig tanky. Ich habe trotzdem nur ein Stück. Ich snack hier mal durch. Ja, nice. Wunderbar. Nimm das mal auf. Dann fehlt uns jetzt nur noch das andere, dieses eine. Ah, das war die Küche und hier ist die Cafeteria direkt. Krass. Oh, hallo, Dann wissen wir ja schon, wo das letzte Teil ist. Hier ist noch eine Notiz. Autsch. Ja. Boah, noch eine Ratte! Hilfe! Oh, wow. Au. Was ist schlimmer als eine Ratte? Zwei Ratten. Richtig. Tully drängt uns dazu, die Motoren voll aufzudrehen, um einer Flotte aus Flößen zu entkommen, die uns immer näher kommt. Wir haben ihn gewarnt, dass das den Reaktor überlasten könnte, wodurch Tangaroa hilflos mitten auf dem Meer treiben würde. Aber er hat uns nur befohlen, uns darum zu kümmern. Okay, Tully, wie du willst. Stell dir mal vor, wie cool wäre das denn? Ich meine, das passt nicht zu dem Spiel, aber wenn wir einfach
dieses komische Ding übernehmen könnten und einfach mit Tangaroa dann rumschippern. Oha. Ui, guck mal da. Zack. Das heißt, wir können jetzt zu dem Generator wieder zurück. Ja, und noch haben dann vielleicht Licht. Ja, vielleicht. Oder einfach nur dieses Magneträtsel. Den Kran da, ja, das kann sein. Also langsam haben wir hier so eine gewisse Professionalität in diesem Spiel, die wir an den Tag legen. Das ist so cool. Wir haben hier sofort Spielfortschritt. Wir nehmen so seit 7 Minuten auf gerade mal und man kann schon richtig was sehen. Das ist cool, ne? Betriebsbereit. Und da ist so ein Licht. Oh, Phil, streng dich ja an. Ach, Junge. Warte, ich geh da mal rein. Ah, nee, das macht gar keinen Sinn. Nee, wir müssen das irgendwie... Weißt du, wie ich meine? Nein, ich check hier gerade gar nichts. Ach so, jetzt verstehe ich's. Da, wo die Rillen drauf sind. Nicht die Rillen. Da, wo die Pfeile lang gehen. Dort sind auch immer Löcher in den Containern. Das bedeutet, wir müssen diese löcherigen Container bis an die Tür da hinten. Hab's verstanden, platzieren. Aber drehen können wir die nicht, ne? Nee, deswegen ist das so kompliziert. Da hätten die sich ein bisschen was anderes einfallen lassen mit der Steuerung. Das geht ja einem das gut auf den Geist. Das ist ja zum Nachdenken ist das ja. Weißt du, was witzig ist? Nein. Ach, du kannst da nerven sogar noch? Toll. Ich kann auch dazwischen drücken. Upsi, ey, cool. Ey. Jetzt fehlt nur noch die Musik. So, nice. Wobei, ich kann halt nicht wirklich was sehen, ne? Ist kein Problem, wir können da jetzt durch. Vollgas. Was natürlich auch richtig, richtig gemein wäre von den Spielentwicklern, wenn die da Teile teilweise drin versteckt hätten. In den Eckstücken, in den Ecken, die da jetzt sind, um die wir uns jetzt gar nicht geschert haben. Das wäre cool. Also was heißt cool? Gemein. Aber hier, auch ist, cool. Hier ist halt komplett duster. Lass nochmal kurz zurückgehen und eine Lampe holen. Ja, okay. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist halt so finster, dass man außer meinem Speer nicht wirklich was sieht. Ja, es ist wirklich ziemlich dunkel. Ich brauche sowieso dann etwas zum Trinken. Das ist halt, ich dachte halt wirklich, dass es jetzt hier Licht gibt oder so. Ja, wir und Raft, ne? Naja, immerhin haben unsere Zuschauer jetzt einen kleinen Einblick in dieses ganze Mache hier gesehen, gekriegt. Das weiß ich nicht, ob sowas viel gesehen haben. Ja, stimmt. Also viel gesehen haben die bestimmt nicht, aber... So, lass erstmal schnell schlafen. Ja. Aber ich hatte doch noch meine Mütze, oder haben wir die auf Balboa verloren? Wo ist der Gockel? Das kann nicht wahr sein. In der Zeit, wo wir weg waren, wurden unsere Kartoffeln weggefressen. Und unten... Das kann ja nicht sein. Nee, wirklich. Ehrlich. Da ist schon wieder irgendwo so ein Vogeltier. Komm mal her, wir haben noch einen neuen Captain. Guck mal in die obere Etage. Ganz einfach da liegen lassen und wegfaulen lassen. Nee, das ist bares Fleisch, was hier weggehen würde. Wolltest du jetzt auch eine Stirnlampe haben? Nee, ne? Ich würde darum bitten, Phil. Das wäre richtig schön, wenn ich auch eine bekommen könnte. So, ich bin startklar. Los. Go. Ja, wir haben kein Essen. Dann können die Zuschauer ja in der nächsten Folge sehen, was wir noch so erleben. Genau, dann geht's nämlich ab auf die Surface Area. Ich hoffe, dass es dann ein bisschen beleuchteter und dann können wir mal in den Hochhäusern ein bisschen rumstreunen gehen. See you later, Filligator. Oh ja.